beispielsweise ein Fahrwerk zu wissen. Das sind natürlich ganz besonders interessante, aber auch hochkomplizierte Dinge. Und deshalb, das haben Sie sicher am Anfang schon erahnt, sind die Mitarbeiter in meinem Team sehr interdisziplinär zusammengesetzt. Was ich gleich vorab sagen möchte, das Volumen, ich berichte, sind ausschließlich Bauten, wo wir hier das Ingenieurin gemacht haben. Freunde hatten in diesem Planungsprozess, wo wir auch eine Reihe Energieingenieure, also die Gebäudeenergetik, nicht für die Thematisierung, sondern die Gebäudeenergetik verantwortlich sind, im Team haben. Und die Bauwerke, die Sie jetzt sehen, sind sicherlich das Verdienst der Leistung aller. Ich habe also lediglich das Glück, darüber zu referieren. Also, was liegt und was sich bewegt, was immer wieder auf- und abgebaut werden muss, das muss natürlich leicht sein. Leicht sein heißt leichte Werkstoffe vorweg. Völlig unüblich im normalen Bauwesen. Werkstoffe beispielsweise aus Glasfasern. Und da liegt beispielsweise Glasfasern während ihrer Gewinnung und der Schmelze von Glasstäben bei 1300 Grad abgezogen und bis zu einer Dünnheit von 0,3 mm ausgesponnen. Auf der rechten Seite Produkte, die aus Glasfasern hergestellt werden, beispielsweise Glasfasergewebe oder Glasfaserfliesen. Und es ist eine Grundüberzeugung von mir, dass man mit solchen Werkstoffen, zum Beispiel von all diesen unüblichen Sandwiches, Aluminiumlegierungen, Glasfasern, Polyesterfasern und so weiter, dass man mit denen nur arbeiten kann, dass man sie nur formen und fügen kann zu irgendetwas, weil man weiß, wie man sie formt. Das heißt, wenn man weiß, wie man sie produziert, wie kann man diesen Produktionsprozess beeinflussen und genau das Ergebnis herauszubekommen, was ich in Zukunftsgebiet als Gebäude haben möchte. Wir werden also auch hier und da das Stichwort der Produktionstechnik, der Fertigungstechnik zu beachten haben. Diese Materialien, leichte Materialien, hochleistungsfähige Materialien sind auch nur ein Punkt der Überlegung. Der zweite Punkt, leicht zu bauen, beweglich zu bauen, fast liegend zu bauen, ist die Struktur des Gebäudes. Wie muss man eine tragende Struktur entwickeln, so dass sie möglichst leistungsfähig und möglichst leicht ist. Da gibt es ein paar Grundregeln, die darf ich erwähnen. Die eine ist sicherlich klar, das Auflösen der Querschnitte. Beispielsweise bei solchen Glasbohrmasten, die fast 300 Meter hoch waren, die man als nicht anders interpretieren kann als Kranarme, die in den Baugrund eingespannt sind, und wo man eben jede Massivität davon wegnimmt, dass man sie auf rein Zug und Druck für eine Gruppe der Elemente, in diesem Fall Fachwerkkonstruktion, reduziert. Ein weiterer Punkt ist wichtig. Wenn man neue Konstruktionen sucht, versucht die Grenzen des Möglichen, des Üblichen ein bisschen hinauszustoßen, dann muss man immer nach links und nach rechts schauen. Also beispielsweise, ich habe es erwähnt, die Fahrzeugtechnik, den Flugzeugbau, in die Biologie. Auf der rechten Seite zeigt der Querschnitt durch den Schädel eines Verunfallten, der immerhin relativ schnell fliegen muss. Das heißt, er muss relativ leicht, aber trotzdem stabil gebaut sein. Diesen Schädelquerschnitt, dieser Endkörper im Grunde genommen ein Sandwich mit einer durchgehenden oberen und einer durchgehenden unteren Knochenschicht, ganz leichte startformige Pappen da. Also auch wieder Auflösung der Querschnitte. Einsetzen ganz spezieller Konstruktionstypen, Sandwich-Festen. Das erzielt einer Leichtbaustruktur. Also hineingucken, auch in die Biologie, nicht um abzukupfern oder um zu kopieren, um die Lösung eines ingenieurmäßigen oder architektonischen Problems zu finden, sondern bereits im Vorfeld immer zu schauen, wo könnte es denn irgendwann mal noch hingehen und wo wäre irgendwann mal noch Möglichkeiten. Das sind jetzt Leichtbaustrukturen. Wir haben über die Baustoffe gesprochen, über die Strukturen. So eine Leichtbaustruktur ist aber allein noch nicht das Gebäude. Man muss sie also einhüllen, muss man etwas drauf tun, muss man etwas dazu addieren, dass unter Leichtbaugesichtspunkten jetzt erwartet ist. Ideal wäre ja, dass die Struktur gleich das tragende Element ist. Also hier auf der linken Seite, einer der Pavillons, die ich gemacht habe, wo man große, hochleistungsfähige Gewebe, Teile, Membranen verwendet mit bis zu 4.000 Quadratmeter Fläche, die nach einem speziellen Verfahren zurechtgeschnitten und zusammengefügt wurden und die jetzt tragendes Element und Raumabschluss mit den Funktionen beispielsweise Schallschutz, Wasser, Feuchtigkeitsschutz, Schnee und so weiter sind. Und auf der rechten Seite
Das gleiche das Analoge beispielsweise im Flugzeug war. Früher hat man Flugzeuge gebaut, die man ein Gerippe formuliert hat und darüber dann eine Flankung gespannt hat. Seit vielen Jahren baut man Flugzeuge, bei denen die äußere Flankung sowohl beim Rumpf als auch bei den Flügeln tragend ist. Man hat also die ungefähr 4 mm dicke Außenhaut eines Airbus als tragendes Element, nicht nur als Raumabschluss und Aerodynamik. Brennschicht zwischen den Temperaturen, den Luftdruckunterschieden, den unterschiedlichen Sauerstoffabwehrdrücken, sondern hat diese 4 mm dicke Haut als Tragwerk. Und damit diese Haut nicht beult und nicht knickt, wie bei einer Konservendose, die man hochbelastet ist, eine Cola-Büchse, aber das sind Rippenparsellen. Und der Einfachheit halber mit ringförmigen Rippen, Spanten, die im Rotbaum, in der Längsrichtung kleiner, das sind sogenannte Stringer. Dann entsteht ein Fahrrad, das immer in der Lage ist, denken Sie an die Flügel eines U-Boots, mit 30 Meter Tragarm, bei einer Bauhöhe von nur 1 Meter, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, riesige Lasten durch die Luft zu befördern. Hochleistungskraftwerke sind dies. Die Tragwerk, Aerodynamik, Treibstoffwand und Luft im Einzelnen. Ich habe das, um den Begriff ein bisschen klarer zu machen, in meinen Vorlesungen kategorisiert, indem man nicht nur über Leichtbau spricht, und jeder denkt sich wahrscheinlich gut dabei, sondern man sagt Materialleichtbau. Was heißt das? Das sind die Werkstoffe mit ihren Eigenschaften, die besonders leicht sind, spezifisches Gewicht und Verhältnis zur Festigkeit. Strukturleichtbau. Das sind diejenigen tragenden Strukturen, statischen Systeme, die so konstruiert sind, das sind die Werkstoffmaster, dass man mit einer Auflösung der Querschnitte, mit möglichst nur Zugbeanspruchten, kurz- und Zugbeanspruchten und möglichst keine Biegebeanspruchten Elemente auskommt. Strukturleichtbau heißt aber, das Material kann nur tragen, es hat keine weitere Funktion zu erfüllen, was ja ideal wäre. Dieser Idealfall wird ein, wenn man den Systemleichtbau nimmt. Also ein Werkstoff, mehrere Funktionen erfüllt. Die Bauwerke, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, sind ein bisschen kategorisiert nach diesen Gruppen, wenn es gleich noch etwas einfach heißt. Ich möchte beginnen mit dem Materialleichtbau, aber nicht auf die einzelnen Materialien als solche eingehen, sondern auf etwas anderes hinweisen, was mir besonders wichtig erscheint. Es ist praktisch keine große Kunst, ein Seil herzustellen, das Drähte, die eine Festigkeit haben von 1700 Newton pro Quadratmillimeter. Ein normaler Baustahl, ein Druckleistungsbaustahl hat 370 1700. Oder Klavierseite mit Festigkeit von 3000. Glasfaser, Kohlefaser, Aramidfaser, all diese Werkstoffe kennt man, haben alle gigantische Festigkeiten. Das Problem besteht eigentlich darin, wie bekommt man eine Belastung, eine Kraft in so ein Hochleistungselement hinein und wie bekommt man sie wieder hinaus. Also ein Detailproblem von relativer Komplexität und Schwierigkeit. Wenn Sie sich beispielsweise auf der linken Seite diese Seile anschauen, sind ungefähr 50 mm dick, Hochleistungselemente, ausschließlich zugbeanspruchbar. Und welche riesigen Aufwendungen muss man treffen, um aus diesem dünnen, schlanken Seil die Kraft herauszubekommen, um ein niedrig festeres Bauteil, weil man jetzt so einen Stahlguss nicht so hoch drinnen kann im Produktionsprozess wie der Seil selbst. Diese optische Masse, die man hier benötigt, im Vergleich zu dieser sehr filigranen Masse des Seiles, ist sehr, sehr häufig das Gestaltungsproblem, und zwar auch für den Ingenieur, der diese Linie gestaltet. Da schauen Sie auf der rechten Seite. Ein sicherlich sehr schön, besonders elegant ausgeformtes Endelement eines Zugstabes, die Fettwerte des Zugstabes. Und um die Kraft, die in diesem Zugstab transportierbar ist, in einen Bolzen einzuleiten, benötigt man all diese zusätzlichen Massen. Und wenn ich diese Hochleistungselemente, Seil, Stab und so weiter sehr, sehr kurz werden, dann ist letztlich die Erscheinungsform des Bauwerks nur noch bestimmt durch diese riesigen Brocken an Kraft einleitet und Kraft ausleiten soll. Etwas anderes, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man die Dinge wie beispielsweise so ein Kraft-Einleitungselement bauen und gestalten will, dann muss man diesen anders machen. Welche Technologien herrschen vor, außer dem, was man üblicherweise in den Vorlesungen hört,
dass man da ein Loch bohren kann und etwas fräsen kann. Es gibt Technologien, da kann man ein menschliches Haar, das ist ein menschliches Haar, das Wort haargenau nachfragen. Das muss man ja nicht immer einsetzen, aber man sollte wissen, dass es diese Technologien gibt. Weil man kann sie auch kostengünstig einsetzen. Wie ich das beispielsweise gemacht habe, hier bei dieser ganz trivialen Klemme für ein Seil, da war dann später ein anderes Seil drüber, in unterschiedlichen Winkeln, da haben wir mehrere Winkel davon gebraucht. Dann muss man eben wissen, so etwas kann man gießen lassen und dann gibt es Reibetriebe aufgrund einer aktuellen Überbeauftragung zu hohen Preise bieten. Dann kann man das nur mehrere fräsen lassen. In einem vollautomatisierten, dreidimensionalen Fräsprozess, da kommt auf der rechten Seite eine große Stahlstange in die Maschine hinein und links fallen diese Teilchen heraus. Und das war einfach formuliert. Aber man kann so etwas eben nur dann gestalten, wenn man weiß, wie solche Maschinen funktionieren, was die maximale Stückgröße ist und wie schnell die funktionieren. Also eine Frage der Arbeit dieser Werkstoffe. Und dann natürlich eine Frage der Kombination unterschiedlicher Werkstofftypen. Diese genialen Sandwich-Konstruktionen, wo man zwei bis drei verschiedene Werkstoffe eigenschaftsoptimal so miteinander verbinden, dass immer im Optimum seiner mechanischen Schmetterhaften Eigenschaften ausgenutzt wird. Und ein Problem der Verbundene, wie auch viele andere Baukonstruktionen, und danach kommt die Frage des Rezipierens. Also nicht nur des Komponierens der Konstruktion der Bauwerke, sondern auch des Dekomponierens, des Wiederauseinanderlegens, des Rezipierens. Und auch dieses in unseren Überlegungen von ganz besonderer Wichtigkeit. Weil, ich sage das manchmal schon ein bisschen salopp, die gebaute Umwelt letztlich die größte Sondermüde von dem ist, die wir auf dieser Erde haben. Und diese Frage, des, wie fügt man die Dinge und wie entfügt man sie, wie komponiert man sie und wie dekomponiert man sie, ein bisschen besser zu diskutieren, habe ich 1990 auf der Suche nach einer alle Werkstoffe betreffenden Logik den Begriff der Bauweise eingeführt. Den habe ich mich selbst erfunden und habe mit der Kraftfahrzeugtechnik und den damals auch vorhandenen Recycling-Überlegungen übernommen. Und diese Bauweise lässt sich inhaltlich folgendermaßen strukturieren. Es gibt vier Begriffe: die Differentialbauweise, die Integral, die Integrierende, die Verbundbauweise. Das heißt folgendes. Ein Instrument, ein theoretisches Instrument, um zu begreifen, unter den Gesichtspunkten des Fügens wie auch des Entfügens, des spezifischen Artverhaltens und des spezifischen Erfüllungsverhaltens, auf welche Art und Weise man alle Baustoffe behandeln kann. Also nicht eine besondere Verbindungstechnik im Holzbau und davon, als sei es etwas völlig anderes, die Logik der Verbindung im Stahlbau, davon, als sei es völlig anderes, die Verbindungstechnik im Glasbau, sondern vereinheitlich. Das ist relativ einfach zu verstehen. Eine Differentialbauweise bedeutet, unterschiedliche Werkstoffe, die für sich jeweils relativ einfach geformt wurden, punktuell zu bilden. Also Nageln, Schrauben, Punktschweißen, kompatible Höhenüberlegungen, die Vertikalkanten und Horizontalkanten, Erdbeben, sonstige Dinge betrachten. Letztlich für so eine tatsächlich passiert ist, dass die Tür davon ausgemacht hat und den Kanal eingeschaltet.
Das ganze Modell ist nach dem Diplom nicht herumgefahren. Weil die abgebenden Kräfte auf diese Struktur so groß waren, dass selbst diese 2 Kilogramm schwere Modellschale nach hinten wegflog. Umgesetzt auf die tatsächliche Bauart bedeutet dies, diese leichte Konstruktion, die fast nicht fliegt, fliegt beim ersten Weg genau dann nach oben hin, wenn sie nicht gegen Abheben im Baugrund hinein sichert, dass man diese Brücke mit dem Gefüge der Arena nicht teilführen kann, oder wenn man nicht zusätzliche Maßnahmen trifft, die diese abhebenden Lasten a priori reduzieren. Beispielsweise, wenn man ganz gezielt die Dichtigkeit des Baubaus so einbaut, dass ich dieser Überbrücke im Innenraum nicht aufbauen kann, das ist auch trotzdem nicht Ziel. Also brauchen wir da ein Gebäude, Klimatologen und auch Strömungsbereiche, um genau die sichern zu können. Und dann baut man diese Arena. 30 solche Stahlplatinen mit 400 mm Durchmesser war alles, was Monument Historique erlaubte. Die sind immer da. Aber auch nur an den Steinen, die im vergangenen Jahrhundert eingebaut wurden, die also nicht original sind. Dann werden die Schichten angeliefert, die Schichten haben eine integrierte Schlussplatte mit 4 Wohnungen und die werden hier festgebaut. So dann Stütze und die Platinen montiert. Die Stützen haben an ihrem Kopf relativ abstrus aussehende hydraulische Hebeelemente, die wir bei diesem ziemlich babylonischen Bauwerk in Bangkok fertigen müssen. Ja? Ich saß also in Stuttgart, habe das berechnet, die Architektenfreunde, die Geister und Nikolaus Schiller saßen in Paris. Das wurde nach französischen Normen in englischer Sprache berechnet. Der Stahlbau wurde in Paris gemacht, der kleine Stahlbau wird in Frankreich nimmer, die Fassade in Turin, das Lichtkissen in Deutschland, die Hebeeinrichtung in Frankreich. Die vorgeschriebene Baustellensprache war Englisch, den Vertrag hat auch jeder unterschrieben. Nur hat keiner Englisch gesprochen. Warum ist diese Hebeeinrichtung? Es sind relativ simple Konstruktionen, die nicht nur von 2 Traversen sollen das machen, wenn die Zylinder auf und zu gehen, gehen die Traversen auf und runter. In diesen Traversen ist ein Greifmechanismus mit einer Verkeilung. Und jedes Mal, wenn jetzt dazwischen drin läuft ein Seil, so wird der obere Keilmechanismus geschlossen, die Traverse läuft hoch und dann wird das Seil hochgezogen. Der Zylinder ist ausgefahren, dann macht der untere Greifer zu, der obere Greifer macht auf, der Zylinder fährt zurück, greift, lässt auf, so. So kann man mit Hilfe dieser Hydraulik Zylinder Seile nach oben ziehen. Also so wie der Mensch an einer Stange hochklettert, klettert hier die Stange bzw. das Seil durch den Hydraulik Zylinder. Da oben sitzt es dieser Hydraulik Zylinder 30 Mal, bei dieser Seile runter. Und jetzt ist in der Lage, einen 250 Meter langen Druckgewehen, die in den Felsen von der ich fahre, an sich selbst hochzuziehen. Das heißt, das Bauwerk montiert sich selbst. Man braucht keine Kraft dazu. Damit man diesen Weg mehr hochziehen kann, muss er natürlich exzentrisch die Spitze verlassen. Das funktioniert. Nach ungefähr einer Stunde ist der Weg hochgezogen und hier mit einem großen Bolzen in der Spitze verholzt. Ich tauche die große Frage auf, wie kriegt man 2 Stück Tuch, nämlich die große Unterhaut des Kissens, jede 4000 Quadratmeter groß, von dieser sandigen Piste da unten in 20 Meter Höhe. Das war in einer Geschwindigkeit von kleiner als 5 Stunden, weil man herausgefunden hat, dass die Vorhersage des Windes im Himmel nicht länger als 5 Stunden präzise sein kann. Das liegt daran, dass die Zone da liegt, je nachdem, ob es liegt. Mittelmeer oder in Großbritannien ein hoher Tiefdruckgebiet sich aufbaut, strömt die Luft das hohe Tal hinauf oder hinunter. Nachdem man oder so kaum weiß, dass dort so passiert wird, in Großbritannien war man immer relativ unsicher und zum Schluss hat sich herausgestellt, nach langen Beobachtungen, die wir dann vor Ort selbst erleben mussten, hat man ein ganzes halbes Jahr davon kam, dass man nur nachts montieren kann. Eine Tagmontage ist ja ganz speziell. So, wie geht diese Montage überhaupt in Schlaf? Und man macht folgendes. Sie setzt ein Schwerpunkt durch diese mit diesen akustischen Gängen. Durch Löcher der Arena, also die Sitzstufen, hier ist diese 10 Meter hohe Stütze mit dem Gängen und hier oben sind diese Hydraulikzylinder, die horizontal geschlagen. Man baut hier eine kleine Dachbaukonstruktion an mit einem Gelenk und der hängt ein langer Arm. Und der Kopf des Armes ist in diesem Seil, in dem wir von Schlafen mit dem Hydraulikzylinder verbunden. Und wenn ich jetzt mit ihm arbeite, dann zieht er dieses Seil nach oben und der Arm, der dreht sich in diesem Punkt,
kippt so rüber, ist das nicht gefährlich. Klappt dann jetzt den Arm nach unten, und der fängt sich mit Luftkissen daran, völlig zerknittert und kauert, und fängt dann an zu fahren, und ist dann in der Lage, in einer Stunde mit einer Bewegung, die so geht, den Flug nach unten zu ziehen. Dann werden 30 Brücken eingeschlagen, dann wird aufgemacht. Das muss natürlich hier schnürchen. Hier sieht man jetzt die Arena, mit diesen gelben Armen, das sind die Prägelenke, die sind noch herausgearbeitet. Das ist das vierte Spreizen. Und im nächsten Schritt wird das Gewebe ausgelegt. Die Arme sind da. Die hydraulischen Zylinder sind alle mit einem Ölkreislauf geschlossen. Das heißt, die laufen alle synchron. Es kann keiner voreilen und keiner nacheilen. Das heißt, der Hebevorgang wird jetzt vollkommen geräuschlos und synchron erfolgen. Solange das Wetter gut ist oder der Wind nicht schlägt, ungefähr 30 bis 40 Stundenkilometer, dann kann man heben. Jetzt wird es das ganze Buch. Jetzt hätten wir eben ein Kubikmeter Wasser. Das war das Tauwasser aus der Oberfläche dieser Haut. Und früh morgen, das dann, nachdem man so die große Badewanne gebildet hat, ist es so, das ist die Situation. Nachtmontage. Ich bin hier oben angekommen. Ich werde hier 30 vor ausgelegte Holzen eingeschlagen. Da kann man aufblasen. Der hat jetzt diesen Rücken, eine Stunde dauert das Aufladen, das ist eine große Rücken, die hier reingehen, die sehr ähnlich ist, die so langsam hochgehen. Und jetzt ist aufgeblasen, über die 60 Meter Spannweite, die 40 Sicht, damit wir einen Maßstab haben, wo ich da hingehöre. Die Bauarbeiter sind da nicht hochgegangen, die haben gesagt, das muss der Ingenieur ist portabler. Dann bin ich also hochgegangen, und dann hat er eine wunderbare Augen, das wissen die wenigsten nur. Man hat kaum Eindrücke, ein bisschen wie ein großer Luftballon. Und dann in der Nacht drauf sind die Arbeiter auch alle hier hoch, und am nächsten Morgen haben sie mir also erzählt, sie sind das Trampolin gesprungen. Und dann hat er 2 bis 3 Meter hochgeflogen. Wobei man natürlich wissen muss, es ist nur 1 Millimeter dick, dann kommt nochmal 1 Millimeter und dann gibt es 20 Meter nach oben. Also jetzt diese Interaktion, dieser Konflikt oder auch die Lösung, wie man so eine extrem technische Haut oder Form in so ein antikes Gefüge hineinkomponiert, zu denken, diese Fassade, zu der entsprechenden Fassade, die drumherum, und diese Überdachung verläuft und diesen eigentlichen Abschluss, eigentlichen Raumabschluss zur Seite bringen soll. Auf der linken Seite müsste es auch ein Ding sein. Wenn Sie so nett wären, machen das Bild auf der linken Seite. Oder ist es jetzt eine Voreinleitung? Der Kollege behauptet, ich hätte das Mikrofon ausgeschaltet. Jetzt fahren wir mal ab. Ich hoffe, die Bilder sind noch parallel. Und diese Fassade sehen. Die man natürlich genauso montieren und demontieren muss. Und dafür liegt insgesamt 250 Meter lang ist und 7 Meter hoch, muss das natürlich eine tragende Konstruktion sein, die man relativ einfach in Einzelteilen ertragen kann, die absolut transparent sein sollte, weil ich mal vom Innenraum auch nach außen gucken kann. Also eigentlich muss sie aus Glas sein, aber Glas kann man nicht tragen. Durch diese Labyrinthe der Arena, da hätte man 430 Rückenformen von Lamellen, jedes Jahr mindestens 20% verlust. Also haben wir das Polycarbonat, einen absolut transparenten Kunststoff, und Kastenträger gebaut, entwickelt, mit einer Parallelogrammquerschnitt, 400 mm breit und 150 mm tief. Die haben in Wirklichkeit die 7 Meter lang. Und die italienische Glaube ist das Schlösser der Fotografie. Wir haben hier eine Achse, da oben eine Achse. Die werden mit dieser Achse relativ einfach eingehängt und dann auf ihre Längsachse verdreht. Sodass sie in dieser Position ist die Fassade geschlossen. Und in der Hochkantposition, wenn man so 90 Grad dreht, ist die Fassade offen. Und so hat man ein einfaches Element, wie man hier 250 Meter Gebäudeumfang durchdrehen dieser Lamellen. Öffnung natürlich.
die unglaublich positiven Effekte der Elektromobilität. Von hier hinausgeschaut durch diese 7 Meter hohen Plexiglas-Hohlkastenträger ist man in der Lage, im Innenraum etwas also Popcorn-Tasche zu machen, mit einer relativ hohen Abdunkelung, und man eliminiert daraus diese antiken Röhren, die man ja oder Adliger oder was auch sonst alles hat. Ich glaube, jetzt sind wir nicht mehr ganz richtig. Das reicht, wenn ich um eins zurück bitte. Genau, das ist nicht gerade. So, danke. Also, wir haben gesehen, Bau und Stoff, mit solchen hochleistungsfähigen Geräten, nur 1 mm dick, die nur 1 Kilogramm pro Quadratmeter wiegen, wie einfach man die zusammenfalten kann, hochziehen auf Glas. Einfach ein anderes Zeichen. Haben wir dabei bemerkt, das hat sich um einen Baustoff, die wir den einzigen Kurs geben, den man enorm belasten kann, der fast nichts wiegt, und den falten kann. Den Baustoff kann man schon falten, wenn die Tasche steckt. Oder auf dem LKW. Also kann man nicht diese Falten, diese Faltbarkeit noch viel weiter ausnutzen. Dann ein Dach gebaut. Über eine existierende, relativ chaotische, kulturchaotische, Tennisstadion in Hamburg, das berühmte Stadion von Rotenbau, ist da der Tennisplatz in Deutschland. Wir haben darüber ein Dach, 1 Meter freier Spannweite gebaut, bestehend aus Druckgeringen, aus der radialen Speichensäule und den Druckstützen. Das ist gefallen. Der nächste Bild an, der nächste Bild da, hier weiter. Dann sehen Sie, dies hier ist dieser Druckring. Sie sehen, der besteht aus einzelnen Elementen, die sind 1 Meter dick und die sind hier. Wo sie auf die Spitze treffen, wo die Module sich berühren, abgeflacht und sie treffen auf eine zylindrische Walze. Das heißt, sie können sich hier relativ gerne drehen. Das ist ein tatsächliches Gelenk, was man hier gebaut hat. Es gibt diese Stützen und die Stützen haben so ein walzenartiges Gelenk, um das ja nicht zu kippen können. Das machen sie natürlich nur ein Viertel und ein halbes Grad. Aber wenn der Staat nicht bauen wird, weil von dieser Nabe nach links sind ungefähr 65 Meter, von der Nabe nach rechts sind ungefähr 20 Meter. Und damit alles außen relativ gleichzeitig und synchron ankommt, was ich auch tue, müssen die Motoren verschieden schnell fahren und deshalb ist auch dies zu entfalten. Da sieht man natürlich, wie schön sich diese Gefährdung ist.
das Bett gezogen, müssen kleine Fahrwagen durch Elektrolyse nach außen gesandt werden. Und hier gibt es nur so kleine punktförmige Aufhänger, die diese Seile entlangleiten. Relativ weit auseinandergezogen. Am Sitz kommt man zum Gesicht her, und die geteilten Pakete weg. Jetzt sieht man nur noch diese 1 mm Ebene. Jetzt ist das Flug schon ganz außen angekommen, man sieht es nicht, aber man sieht im Kern, in der Mitte sind kaum noch Balken. Und was jetzt passieren ist, wenn diese Elektromotoren außen 500 mm von dem Rand sind, dann wird man hinten von Sensoren festgestellt, aha, sie sind da. Dann kommen große hydraulische Treiber, packen diese Gleitwagen und zieht sie dann mit Hilfe von einem hohen Öldruck nach außen. Zwar genau mit so einer Kraft wie der Öldruck, mit dem sie in der Folgefläche Energie. Und damit sie den Rennen ausgezogen haben, ist das also gestraft ist, dass man direkt bezieht, keine einzige Falte mehr. Ich kann Ihnen ganz genau sagen, dass das die Kraft 3 kN pro laufenden Meter ist, weil dieses den Öldruck reguliert wird. Dann werden diese Zylinder arretiert und der Mechanismus wird abgeschaltet. Gewendet ein Dach wäre mit Farben. Das ist natürlich wunderschön, das hat über den schönsten Bericht von dieser Funktionär. Warum das so ist, ich wollte Ihnen einen Eindruck geben. Hier sehen Sie diese großen hydraulischen Treibhandaggregate, die das Dach kaum 500 mm an den Rand angekommen haben. Wie eine Trommelblattspanne. Sie sehen ein anderes Dach, das ich bereits 1989 gemacht habe, in Spanien, in Zaragoza. Auch so ein Motordach, da ist es ganz so groß, hat nur 36 Meter Durchmesser und die Fläche 1000 Quadratmeter groß. Da hier sehen Sie diese hochgradig symmetrischen Falten, Anordnung, die schön außen geht und fertig nach unten. Die sind manchmal sehr größer gewesen, haben keine Möglichkeit, Falten zu machen. Also sind diese Möglichkeiten, Dächer zu bauen, die auf Knopfdruck auf dem Fuß haben, all diese Eigenschaften dieser Leichtbauwerkstoffe kombinieren mit den Strukturüberlegungen, wie baut man leichte Strukturen, und den Systemüberlegungen, was kann denn so ein tragendes Element wird sein, außer Tragen, wenn Raumabfluss transluzent sein. Ein ganz kleines Beispiel dieser Pavillon, den wir für die BIT gebaut haben, an der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, auch ein textiles Dach, ist halt ein bisschen textillastig, das man gerade schon hat, abgespannt, mit ganz vielen Seilen abgestellt, und hier einer Fassade aus Glaslamellen, die man ganz einfach auf und zu drehen kann, und so oben an diesen Hochpunkten, wieder Glaslamellen, die man dort schließen kann, sodass man in der Lage ist, den wichtigsten Pavillon eines der führenden Automobilhersteller, wo also ein neues Modell präsentiert wird und wo man ungefähr umsetzt, ca. 250 bis 400 Millionen D-Mark in einer Woche tätigen muss, vollkommen ohne Klimaanlage zu bauen. Da muss man sich natürlich sicher sein, was man so BMW hat gesagt, also hier, so denn, wir wollen ein Gebäude, das den Stand unseres Automobils entspricht. Komplett rezidierfähig, ökonomisch in der Konstruktion, fortgeschritten in der Technik und trotzdem zurückhaltend. Da wollen wir keine Klimaanlage, auch wenn da 2000 Leute gleichzeitig kommen. Sie sehen diese Fassade im geschlossenen Zustand, diese Glaslamellenfassade hier im geöffneten Zustand, wo also allein für die, mit der Kaminwirkung, durch die sich erwärmende Luft oben die Luft wieder hinausströmen kann, und so eine natürliche Durchlüftung pariosen. Diese augenförmige Öffnungen hier sind natürlich auch tragstrukturell relativ interessant. Weil man gesagt hat, natürlich nicht auf einem Punkt, sondern man fängt es mit einer lassoartigen Seilchen auf und nach, eine relativ komplizierte räumliche Form hat, verstärkt mit einem Seil da innen drin, das Tuch endet hier. Sie sehen ja auch die Wichtigkeit eines präzisen Zuschnittsmusters, weil die Nahtüberlappungen eigentlich durch Raum und Raum befinden. Mit für diese komplizierte Form ein Glaslamellensystem, das sich auch dieser Rolle verwickeln kann, passend ist, geschlossen. Das sind einige Details, die Absegelung des Kühls mit einer Stahlplatte, die in Form einer Kugel hat, am Kühlskopf hängt eine Falle,
endlich eine Lichtgelenkpanne und diese Kurve kann ich der Panne vollkommen kontrollieren. Der Wind oder von Hase zuständig ist die Platine vollkommen frei und dieser halbe Schale ist geeignet. Sie sehen ja die Druckspitze, Sie sehen ja die Druckspitze-Element. Natürlich erkennen Sie all die Aufwendungen, die notwendig sind, um auch diese dünnen Dreiecke herauszuziehen und in diesen Boxen zu leiten. Eine Druckspitze und eine Stahlspitze. Das ist auch die Gelände. Muss ich mir ein bisschen beeilen. Das ist sicherlich eine der eigenartigsten Konstruktionen, die ich hier gemacht habe. Das ist der Pavillon zur Einführung der A-Klasse von der Defense. Da gibt es überhaupt nichts zu machen, vor allem weil die Commercial gab. Zunächst geplant als ein Pavillon, in dem ein Auto steht. Dieser Pavillon wird ungefähr 30 bis 40 Mal in Europa aufgebaut werden eines Jahres. Dann die Überlegung, da soll gar kein Auto drinstehen, sondern soll nur das Auto transportieren, das soll es aber nicht zählen. Dann die Idee, das Stück mit in die Städte gestellt, auf den Marktplatz, in den Schlossgarten, in den Rathausbrunnen oder so. Und es wird gespielt, es wird ein Pavillon gebaut, der von einer spanischen Künstlertruppe La Cora del Saus aus Barcelona gespielt wird. Und eigentlich soll der Pavillon eigentlich gar nicht mehr mit Mercedes-Benz zu tun haben, sondern Mercedes-Benz schenkt jeder einzelne Stadt in Europa eine Woche lang eine Inszenierung einer spanischen Künstlergruppe, die den Lauf des Lebens von der Geduld bis zum Tod darstellt. So hatte er also die Aufgabe, bei Auftragsverfeinerung am 1. Dezember vergangenen Jahres und bei einer Fertigstellung des Gebäudes am 31. März diesen Jahres, also in 4 Monaten netto, das zu planen, damit wir dann wissen, wie es aussieht, dass es vollkommen demontabel sein wird, dass auf LKWs durch Europa fahrbar sein sollten, dass allen europäischen Normen genügt, dass innerhalb 24 Stunden aufbaubar ist, innerhalb 12 bis 15 Stunden abbaubar ist, und dass nur das Gewinn für eine szenografische Inszenierung darstellen sollte. Und was für eine Inszenierung war, sehen Sie hier den Flammenwerfer, sehen Sie hier diese Perlennetze für die Menschen, sehen Sie hier während der Inszenierung an Menschen, die an senkrecht gespannten Seilen, zu Holzstützen, die zum Pavillon definieren, nach oben laufen, die dort hinunterklettern, auf das Wasser gesprengt wird, darauf Reis abgeschüttet, da gibt es Flammenwerfer und Ähnliches. Das war das Modell. Da meine Ingenieure mit meinem Verfass zusammengebrochen, als sie gehört haben, sie sollen das in 3 Wochen berechnen und detaillieren. Dann werden dann überall so kleine Tesa-Kleber gemacht, mit der Nummerierung der Bauteile. Haben dann alles berechnet über Weihnachten, über Neujahr, waren sie am 2. oder 3. Januar fertig. Und dann hat die Künstlergruppe gesagt, sorry, aber wir machen das alles ganz anders. Dann musste man über umplanen und während nicht geplant wurde, wurde aber der Reifen produziert. Also wäre nicht so happy geworden. Und produzieren, dieses Gerippe, zeigt sich absolut noch die Grenzen. Bestehen aus Holzstäben, die 9 Meter lang sind. Diese Stützen sind sie auch Träger, die man mit diesen eisernen Knoten zusammenfügt. Das heißt, diese Holzstäbe sind formiert, weil sie hauptsächlich Druckbeanspruch sind. Und ein Druckbeanspruch, der gar nicht 9 Meter Länge wird, wenn man ihn leicht macht. Das soll man ja machen, weil man möchte in der permanent montieren, demontieren. Ein Druckbeanspruch, die Stabilität des Problems sein, deshalb ist eine Bedingung und attraktiver. Diese Holzträger müssen aber relativ große Kräfte übertragen, die man von Holz zu Holz nicht mehr übertragen kann. Deshalb haben wir sie mit gusseisernen Endstücken versehen, haben diese Brettschiff-Holzträger in der größten Holzfräsmaschine Europas, dieser Zigarrenform, da ist man selber gefräst. Und jetzt werden diese gusseisernen Knoten aufgesetzt. Hier kommt der nächste Holzträger rein. Und all dies sind Mittel der Szenografie. Da werden Klettergerüste und was auch immer alles gemacht. So sieht eine Holzspitze aus. Die Zapf hier hinein. Das ist das Fundament. Da wird noch ein Bolzen durchgeschwächt. Also es funktioniert wie eine Achterbahn oder wie ein Karussell. Die Dinge kommen auf 44 Seiten Schlepper, werden innerhalb von 24 Stunden zusammengebaut, inklusive aller Nebel, Flammen und sonstigen Sachen. Und dann steht der Pavillon.
Das ist dieser Medienverbau, den Sie bei der technischen Überwachungsverein in diesem Bildbuch geschrieben. Das heißt, wir haben geschrieben, er hat das Zettel, wie man Flüssiggasleitungen in Flammenwerfern, in 8 Meter hohen Flammen, an einem Tatort aus Holz festmacht, was er in Massen so sieht dieser Pavillon, der ist jetzt hier 18 Meter hoch, das sind 6 Geschosse, mit dem hineingebauten Zelt aus, und alles, was Sie mit den Bestandteilen der Stereografie. Da gibt es Chöre, die weiße Sendung, zwar wie rote Lieder singen, während sie in einem Glasbock stehen. So sieht dann dieses Finale dieser Konstruktion aus, mit Videowänden, mit Schaltfaserelement, das heißt, die Glasboxen, da sieht man nicht hinein, aber wenn man nicht mehr Licht anmacht, dann sieht man da auch die Akteure. Vielleicht haben sie es auch gesehen, in Lima, der Pavillon auch. Also auch hier hat man Geräte verwendet, zum Beispiel die Überwachung dieses Raumes darzustellen, immer noch in der tradierten Art und Weise. Eine hochfeste Faser, die verwebt und beschissen. Es gibt aber eine ganze Reihe anderer Gerätetypen, beispielsweise solche Fasern und diese Linien, die wir zurzeit kaufen. Und Synthesefasern, die die Eigenschaften haben, Flüssigkeit zu transportieren. Viel besser als Baumwolle. Indem man einen Compound macht, das heißt, man explodiert zwei Endlosfasern gleichzeitig für die weiße und die braune. Und da hat man die in lange Stücke, das ist ein Millimeter, wirft in eine Säure hinein und diese Säure löst den braunen Stoff auf und gibt es gleich ein synthetisches Macaroni von 0,05 mm dicke. Was mit Kapillarwirkung eine enorme Saugfähigkeit hat und deshalb ideal dazu geeignet ist, wenn man es jetzt erhebt, Feuchtigkeit von der Innenseite auf die Außenseite zu transportieren, also atmungsaktiv zu sein, ohne dass es Regen durchlässt oder nicht. Also der Weg von der einfachen technischen Haut, die alles zubildet und abbildet, zu einer Haut, die Eigenschaften, die das Raumklima bestimmen und in übertragenem Sinne, auch daran arbeiten wir, hin zu heutigen und variabler Lichtregulierung. Und andererseits, ich freue mich, dass der Kollege Ollein da natürlich auch Geräte, nicht aus Synthesefaser, sondern aus Draht oder aus Edelstahl. Eben beispielsweise, das ist unser gemeinsames Projekt, gerade hier bei dieser Fassade, ein Metallgewebe, der die Unterbank in Lima in Peru, den wir versuchen, die unterschiedlichen Gewebetypen, unterschiedlichen Webarten, unterschiedlichen Metallarten, noch bestimmte Effekte für diese vor die eigentliche Glasfassade geblendete Struktur zu erfahren. Kommen wir zu den letzten paar Minuten. Ich möchte ein kleines bisschen noch sagen über Gebäude, radierten Sinn, die wir machen. Das ist die École Nationale d'Art Décoratif in Limoges, eine Kunstakademie, mit dem freundlichen Geiger Nicolas Michelin, 140 Meter lang, über 30 Meter breit, um in einen Maßstab zu nehmen. Der wir jetzt nicht nordlich in den Ateliers hatten, sondern weil die Leute das auch wollten, ganz gezielt in den Dach und den Mittags in Frankreich sind, die Ateliers hineinfinden konnten. Weil diese Ateliers unterschiedliche Größen haben sollten und vollkommen variabel in ihren Größen sein sollten, haben wir erstmals hier austauschbare Glas- und Glaselemente gemacht. Man kann also mit ein klein bisschen Aufwand dieses Glas unten rausnehmen und darüber schrauben und dieses Glaselement unten anschauen. Man kann also diese Haut, diese Dachfläche verändern. Ganz einfacher Stahlbau, sorgsam und simpel gemacht. Dinge, die sich nicht widersprechen, sorgsam simpel. Also im Gegenteil. Der sieht von unten gegen sein Atelierdachverglasung mit den Lichtschaufeln, die eine Blendung vermeiden, die aber dieses warme Licht hineinschaufeln, das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man jetzt so ein großes Marmorstück im kühlen Nordlicht und im warmen Mittagslicht von Limoges hat. Ja, eine ähnliche Situation von dem Prozess. Dann hat es natürlich diese Idee, wieder den Film und nicht dazu bewegt zu sagen, ja,
hatte den Wettbewerb oder den Metafor, das ist ein internationaler Wettbewerb gewesen für ein Zentrum der Kunst- und Medienwissenschaft in Paris. Mit ungefähr Größe zu geben, ungefähr 100 mal 200. Da unterscheiden wir jetzt nicht nur zwischen Fassade und Dach, sondern wir brauchen eine Haut. In der Idee von Mohn gibt es aber nicht mehr mit vom Hausmeister oder vom Handwerker auszutauschenden Elementen, sondern mit Elementen, die teilweise ihre Eigenschaften selbst verändern. Also ob jetzt hier nicht rein will oder nicht, das entscheidet dieses Element. Es kam also zu einer modularen Struktur der Haut, die eine gewisse technische Variabilität hat und mit einer gewissen Intelligenz im Innenraum. Im nächsten Bild klimatologisch und nicht technisch, sagen wir, moderiert. Eine Gebäudehülle, die wir in unserer jetzigen Hülle machen, überhaupt nicht realisieren, dass es draußen Sommer oder Winter ist, Tag oder Nacht, warm oder kalt, die immer gleich ist. Das Einzige, was man machen kann, ist die Heizung entschalten oder den Rollladen runterlassen. Sondern eine Gebäudehaut, die auf die Veränderungen des Außen bzw. des Innen in gewissen Grenzen reagiert. Beispielsweise muss ich nicht durch Gang modellieren, steuern. Das hat in diesem Fall dieses Metaphor, den Preis haben wir dann auch gewonnen, natürlich den großen Vorteil, dass die komplette innere Struktur, die aus vielen Studios besteht, die heute so groß und morgen anders groß sein können, das können Studios oder Videostudios sein oder was auch immer. Gewissen System 6 Meter daneben wieder anzudocken. Dann haben wir so einen Gabelstapler entwickelt, der die Spitzen greifen kann, damit die Spitze entlastet und an die andere Stelle gestellt wird. Metaphor Paris. Und das ist jetzt natürlich diese Idee, ein anderer Entwurf für die deutsche Bibliothek. Der relativen Haut eines Gebäudes, beispielsweise wird eine Variable oder eine spezifische Steuerung, wenn die korrekt ist, oder eine Steuerung, eine Transmission. Also wenn es beispielsweise ein düsterer November-Tag ist, dann wird diese Transmission dadurch erhöht, indem alle möglichen Zellen, die diese Kapazität haben, aufmachen und im Sommer, wenn es aber so schon hell genug ist, möglichst viel zugemacht und diesen Raum nicht überzubelichten oder zu überheizen. Und das kann man natürlich weitergeben. Das kann man sagen, an diese Überlegungen und Forschungen, die wir jetzt gerade im Zivil machen. Man kann ja nicht nur eine Blechzelle und eine Zelle mit variabler Nicht-Transmission dort einbauen in diese Haut, sondern man kann ja auch welche einbauen, die beispielsweise über photovoltaische Effekte Energie gewinnen. Oder schaltbare Elemente zu auf. Ja, das kann man durchgucken. Es ist im Sinne von elektrochromatischen Effekten, die schalten nicht mehr transparent, aber noch transluzent. Und man kann natürlich in weiteren Generationen zur Zellentwicklungen, da haben wir auch Doktorarbeiten dazu laufen, so weit gehen, dass man sagt, ja, diese Elemente der Haut, die können ja beispielsweise auch photosynthetisch, also quasi schon sehr naturnahen Prozess, Zucker erzeugen oder Energie erzeugen. Also letztlich führen diese Überlegungen dazu, dass man vielleicht, müssen wir natürlich noch überlegen, wie sinnvoll es ist und wie weit man gehen darf, dass man vielleicht heute Hüllen für Gebäude entwickelt, die tatsächlich eine Reaktivität haben, die technische Transformation einer natürlichen Haut zu bestehen aus verschiedenen Zellen, die transpirieren, die Bäume aufnehmen, die pigmentieren und so weiter. Was das aber alles wissenschaftlich und fachstrukturell bedeutet, das habe ich Ihnen erläutert, was letztlich aber nichts anderes zählt als der geschöpfte Raum. Das ist Grundlage dessen, was ich jetzt sage. Und damit möchte ich bedanken.
Fragen gibt. Ja. Ja. Also aus welchem Material diese Zellen sind, die man umschalten kann, das ist folgendes. Die sind relativ einfach. Ne? Das sind zwei Glasscheiben, da gibt es einen dünnen Zwischenraum, in dem ist ein Liquid Crystal, das heißt also ein Flüssigkristall, dessen Aggregatzustände durch Anlegen einer gewissen Spannung von 3-4 Volt. Es gibt eine ganze Reihe bereits auf dem Markt verfügbarer Materialien, beispielsweise photochrome Gläser, das sind die Schichten, die bei einer bestimmten Lichtintensität umschalten. Das kennt man von der Sonnenbrille. Ja? Das sind automatisch schaltende Effekte. Dann gibt es aber künstlich schaltende Effekte, also das Switch-on, Switch-off-Materialien, wo man durch Einbringen einer gewissen Temperatur eine Veränderung einbringt oder durch Anlegen einer Spannung. Oder auch durch Anlegen von akustischen Effekten. Also man ist leise und man spannt, wenn man klatscht, dann verändert sich das. Was dann da alles so? War der nicht in Wien? Ich weiß es nicht genau. Dann müsste man auf den Fahrplan gucken. Vielleicht ist er auch an Wien vorbeigefahren. Also es ist so. Zumindest diese Dinge müssen Sie sich vorstellen, der Pavillon ist gebaut worden Ende März dieses Jahres. Und er ist gleichzeitig eine Riesenmenge von Menschen in Europa herumgefahren und hat mit einzelnen Stadtverwaltungen gesprochen, wo es gebildet werde. Von mir bis zum 7. April in Lissabon, da sagt der Pavillon, dann hat gesagt, ich meine, nein, und bei dem dann auch den Pavillon vor der Nachstelle geht. Die Nachstelle hat gesagt, auch wir würden die Sabor ist natürlich auch nicht dabei. Dann hat gesagt, in zwei Wochen, wie gesagt, das ist in der in so einer Frage von Füßen Verhandlungssituation ist der Fall und auch Positionsbedeckung, wo der Mann ist. Zwei Mann und die Arbeiter haben diese geistigen Pavillons in der Welt, dann hat er nachgegleitet, dann haben die Verhandlungen. Und die wussten manchmal heute nicht, wo sie nächste Woche sein werden, weil nicht sicher stand, dass die Stadtverwaltung von Versailles mit 12 Minuten unterschrieben hat. Und insofern kann ich sagen, dass ich bitte, dass vielleicht da irgendwas passiert ist, wie sie in der Luft stehen. Ja. Also, wissen Sie es so, wir müssen da teilweise extrem viel Geld investieren, das durch Honorare nicht abgedeckt ist, um solche Dinge zu entwickeln. Und die Entwicklungskosten für so ein komplett absorbierendes System, das auch ein Liquid lässt, die sind also jenseits von den Bereichen. Wenn ich das jetzt einmal dann könnte ich das alles nicht mehr. Sorry. Aber es besteht komplett aus Kunststoff. Das soll ich vielleicht wissen, es besteht komplett aus Kunststoff. Es ist vollkommen dekomponierbar und in ein Werkstoffkomponenten zerlegbar. Also es gibt keine Gemische, keine Geklebe, sondern es ist nur additiv, sodass es komplett recycelbar ist. So, dann bedanke ich mich nochmal und wünsche Ihnen einen guten Tag.